Der Distrikt Tanahun mitten in Nepal. Hier lebt der 2 Jahre alte Gaurab mit seinen Eltern. Ja, der Kleine ist ein lebhafter Junge. Seit er laufen kann, lässt er sich kaum mehr stoppen. Doch unter seinem Pulli verbirgt sich ein Geheimnis. Ein dritter Arm, der zwischen seinen Schulterblättern wächst. Gaurab findet seinen Zusatzarm offenbar vollkommen normal. Doch seine Mutter macht sich Sorgen. Wenn die Hand und die Gelenke weiter wachsen, wird es irgendwann schwierig, ihn noch anzuziehen. Man wird den Arm dann sehen. Anfangs war er ja kleiner, aber jetzt ist er so gewachsen. Allmählich stört der dritte Arm nicht nur beim Anziehen, sondern auch beim Schlafen. Deshalb will die Familie herausfinden, ob es eine Möglichkeit gibt, ihn zu entfernen. Als Gaurab geboren wurde, wirkte alles normal. Auffällig war nur eine kleine Geschwulst am oberen Ende der Wirbelsäule. Der Arzt meinte, wir sollten mit dem Baby in ein Krankenhaus gehen. Aber wir hatten kein Geld dafür. Nach ein paar Monaten hatten sich aus der Geschwulst ein Arm und eine Hand entwickelt. Für manche war er eine Art Gott. Sie gaben uns Geld. Andere sagten, er müsste untersucht werden und bräuchte eine OP. Auf wen sollten wir hören? Wir konnten uns nicht entscheiden. Gaurab zählt mit seinen Eltern zu der ethnischen Gruppe der Gurung. Jeder hier hört auf die Worte der spirituellen Heilerin. Wir wandten uns an die Schamanen. Dort hieß es, eine OP wäre sehr schlecht für uns. Sie meinte, der Arm sei göttlicher Wille, also sollten wir ihn akzeptieren und pflegen. Ein paar Tage später ist Gaurab mit seinen Eltern auf dem Weg zu einem Spezialisten. Sie fahren 220 Kilometer bis in die Hauptstadt. Wir fahren nach Kathmandu. Mal sehen, was der Doktor sagt, welchen Rat er uns gibt.